Toyota Yaris GR, ein richtig geiles Fahrzeug. Wo der auf den Markt gekommen ist, meiner Meinung nach polarisiertes Ding. Maximal allein die Karosserieform und allem ist halt echt einzigartig und endlich mal wieder ein Fahrzeug mit richtig schön breiten Backen. Ich meine, die Leistungsdaten sprechen auch für sich, ne? 1,6 Liter Motor mit 261 PS, 350 Newtonmeter Drehmoment. Das hat schon was zu heißen, dem kleinen Hupser. Und natürlich auch noch mit Allradantrieb, der ja dementsprechend auch noch verstellbar ist. Also ich freue mich maximal auf das Fahrerlebnis auch hier. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir uns zur Aufgabe gemacht, auch hierfür ein paar Anbauteile zu entwickeln, um das Ganze noch etwas markanter, sportlicher wirken zu lassen. Deswegen will ich jetzt auch nicht allzu viel verraten. Wir machen jetzt ein kleines Circle ums Fahrzeug, dass wir hier mal die Basis stehen haben. Und dann gehen wir in die Werkstatt und während der Fahrt erzähle ich euch mal, wie sich das Ganze so anfühlt in dem Fahrzeug. Ich bin jetzt hier in dem guten Stück drin und fahre in die Halle und jetzt kommt hier vorne direkt unsere kleine Mini-Serpentine zur Ortseinfahrt. Dann schauen wir doch mal, was das Ding kann. Bam! Wow, der drückt richtig schön. Uhuhu. Und dann jetzt hier die Kurvenlage. Ah, der liegt so schön stabil wie ihr Go-Kart auf der Bahn. Maximal geil. Wow. Also ist jetzt auch wirklich meine allererste Fahrt hier gewesen mit dem Auto und ich bin maximal begeistert, was man hier in der Presse und überall schon gelesen hat. Also das stimmt tatsächlich. Der Besitzer hat das Fahrzeug auch noch etwas modifiziert. Einmal in der Außerhaut haben wir hier eine Vollfüllierung in einem richtig krassen Silbermetallic-Ton. Bezüglich dem Fahrwerk war er eigentlich ganz zufrieden. Und hat hier lediglich von der Firma H&R ein paar Tieferlegungsfedern verbaut, damit natürlich seine bronzefarbene XXR-Räder auch etwas schöner im Rathaus drin stehen. Soundtechnisch hat er hier eine Miltec-Abgasanlage verbaut, die auch einen richtig schönen, dumpfen Sound generiert. Es ist nicht zu laut, aber mein Gott, wir haben heutzutage eh das Problem, dass durch OPF und sämtliche Mittelschalldämpfer, die extremst verbaut werden, hier leider die Soundausbeute natürlich auch etwas geringer ist. Also alles in allem finde ich ein sehr, sehr cooles Auto, macht maximal Spaß. Und ja, überzeugt euch doch vielleicht mal selbst davon, geht mal zum Toyota-Händler und fahrt das Ding mal Probe. Und wenn ihr sogar mit dem Gedanke spielt, irgendwie ein Fahrzeug in der Kategorie euch zu holen, wüsste ich ganz klar, dass das absolut mein Favorit im Moment wäre, gegenüber zum Beispiel der deutsche Hersteller. Also da haben sich die Japaner und Koreaner, wie sie alle heißen, wirklich in den letzten Jahren extrem gesteigert. Und ich bin maximal begeistert auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht mehr allzu viel reden. Wir fahren jetzt direkt in die Halle und dann beginnen wir mit der Frontpartie und verbauen unsere Cup-Spoiler-Lippe und die Frontflaps. Und dann bin ich hier schon auf das erste Ergebnis gespannt. Und dann sehen wir uns natürlich gleich auf der Werkstatt wieder. Das Fahrzeug steht schon auf der Hebebühne und wie gewohnt natürlich zuerst einmal die ganzen Anbauteile auf die Passgenauigkeit überprüfe. Aber auch hier sieht es wieder sehr gut aus. Sehr schöner Abschluss hier am Radlauf. Hier vorne passt auch alles und auch hier drüben auf der anderen Seite. Also wie gewohnt können wir jetzt unsere Löcher bohren. Ich habe hier schon quasi alles vorbereitet einmal. Und dann verteilt ihr natürlich die Nieten, die mitgeliefert werden, einmal entlang der Front und verteilt die schön gleichmäßig und dann passt es auch. Angenommen, ihr habt keine Niebzange oder möchtet nicht mit Niete arbeiten, könnt ihr bei uns im Shop aber auch noch auswählen, dass wir Schrauben mitliefern. Einfach bei der Bestellung mit angeben. Ganz wichtig natürlich, nicht vergesse, jetzt die Schutzfolie abzuziehen, sonst habt ihr natürlich später ein richtig cooles Gefuddel
und können das Zeug dann nachträglich relativ schwierig entfernen. Aber auch hier kommt uns dann wieder ein wunderschönes Hochglanzschwarz entgegen, wofür wir uns auch entschieden haben, damit es zum Collar-Konzept schön passt. Und jetzt, auch wie gewohnt, die Löcher wieder auf den Stoßfänger übertragen. Ich nehme jetzt noch ein Stück Klebeband dazu, weil jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass der Cup-Spoiler so sitzt, wie er später montiert ist. Weil ansonsten haben wir natürlich jetzt die Gefahr, dass sich das Ganze verzieht. Und dann müssen wir es nochmal machen, das wäre ärgerlich. Und dann nochmal einmal alles endgültig überprüfen, dass es sitzt, wie es soll. Und dann kann man mal loslegen. Und schon können wir unsere Fixierbänder abziehen. Und im besten Fall hat sich das gute Stück nicht verrutscht. Sieht einwandfrei aus, Abschlüsse sind schön klar und bündig. Sehr geil. Fällt mir richtig gut. Aber wenn ich das Fahrzeug jetzt gleich auf der Position habe, machen wir weiter hier oben mit den Frontflaps. Die hole ich jetzt mal schnell. Und da habe ich auch schon die guten Stücke. Eigentlich auch komplett easy von der Anbauweise her. Das heißt, wir haben hier einmal unser doppelseitiges Tape von 3M. Und hier ist natürlich noch mal ein ganz großer Vorteil, das Fahrzeug ist foliert. Auf Folie bappt das Klebeband noch mal richtig olber, also grandios. Deswegen auch hier aufpassen, dass ihr hier gleich den richtigen Punkt trefft von der Montage her. Ich habe wieder mein Klebeband dabei und tue mir jetzt die Schutzbänder entfernen. Und dann mache ich mir meine Lasche dran, damit ich es super einfach abziehen kann. So, und dann können wir auch schon ans Fahrzeug dran gehen. Kommt mal hier mit um die Ecke. Das heißt, ich setze das jetzt hier so gut wie möglich vorne an. Einmal die Lasche umlege. Links und rechts. Und dann drücken wir es hier hinten ordentlich hin, dass es in Position ist. Und dann ziehen wir einmal die erste Seite ab und die zweite. Und jetzt einmal ordentlich dran drücken. Dann können wir die Schutzfolie schon wieder abziehen. Mache einmal das gleiche auf der anderen Seite. Was mir gerade einfällt, habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Natürlich die Fläche vorher ordentlich reinige. Unseren Surface Cleaner liefern wir euch mit, damit ihr natürlich einen fettfreien Untergrund habt und das Klebeband die bestmögliche Klebekraft entwickeln kann. Et voilà. Und schon hebt das gute Stück. Dann sind wir schon fertig mit dem Ganzen. Ich würde sagen, ich lasse das Fahrzeug jetzt mal kurz runter. Also, alles in allem finde ich, das ist eine sehr geile Sache. Wunderschöner Farbkontrast natürlich hier zu den werkseitigen schwarzen Anbauteilen. Auch vom Glanzgrad her, das passt super gut zusammen. Und jetzt haben wir hier die Front schon mal richtig geil in Akzente gesetzt. Also, alles in allem sehr geil. Ich will jetzt das Video an der Stelle beenden. Im nächsten Teil seht ihr dann, wie es mit den Seitenschwellern weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Abonniert unseren Kanal vor allem und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao.